Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder stehe ich am Bahnhof Aumont. Kennt man ja inzwischen schon. Ich habe einen Schlafsack und meinen Rucksack dabei. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht hier gerade. Ja. Was es damit auf sich hat. Es wird eine ja, 2,5- bis 3-tägige Tour. Und ja, relativ wenig Gepäck diesmal. Hat aber was damit zu tun, wie wir unterwegs sind. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie, was, wo, warum und so weiter, dann bleibt doch gerne dran. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, somit warte ich jetzt noch einen Zug, fahre nach Sebaldsbrück und ja, da werde ich dann weitere Informationen geben gleich. So, ich hoffe, ihr seid interessiert, bleibt dran und wenn ja, dann viel Spaß. So, ich bin jetzt in Sebaldsbrück angekommen. Warte jetzt hier gerade noch auf einen Urbex-Hippie. Der guckt sich da gerade noch was an. Und dann fahren wir los, erstmal einkaufen. Und dann geht's auf Lost Place Tour. So, ich gehe jetzt auch mal eben rüber. Und ja, mal schauen, wie weiter ist. Wir haben eingekauft und bei mir ist jetzt der Urbex-Hippie. Ja. Genau, der Urbex-Hippie ist da. Weiß gar nicht, so weiter drauf. Ich glaube schon. Ja, ich kann mich sehen. Links und rechts fehlt ein bisschen was. Das ist. Ja, genau. Wir haben eingekauft, eingeladen, Luft aufgepumpt und fahren jetzt los in Richtung Hannover erstmal. Der Autobahn verliert nämlich Luft, deswegen muss man ab und zu mal Luft pumpen. Genau. So, ja, jetzt geht es erstmal los Richtung Hannover. Und da werde ich mich wieder melden. Siehst du, Google Richtung auch. Nordwesten, dann rechts abbiegen. Ja, machen wir los das. Los geht's. Los geht's. So, also. Wir sind jetzt eben beim ersten Lost Place angekommen. Und dann haben wir es mal eben schon mal geschaut. Leider ist da kein Reinkommen. Das ist ein altes Hallenbad mit Freibad. Wir waren halt auf dem Freibadteil und haben ein, zwei Fotos gemacht. Ist aber nichts Besonderes. Nö, eben. Sind ein bisschen rumgeklettert, beziehungsweise er ist ein bisschen rumgeklettert, geguckt, ob wir von oben noch irgendwo reinkommen, auf so einem Balkon. Aber da war auch alles zu, komplett mit so Metallgittern. Ja, professionell von irgendeiner Firma dicht gemacht. Ja, alles vernietet und so. Kommt man leider nicht rein. Deswegen haben wir da jetzt auch nicht gefilmt. Ja, wir fahren jetzt weiter zum nächsten. Mal schauen, ob wir da reinkommen, ob das da besser aussieht. So ist das. Genau, jetzt geht's erstmal weiter. So, wir sind jetzt auf einem Waldparkplatz angekommen. Wir haben uns eben nochmal einen anderen Lost Place angeguckt. Also sind da kurz mal rangefahren und haben mal eben auskundschaftet, ob sich das lohnt, den anzuschauen. Da werden wir morgen auf jeden Fall hinfahren und jetzt den ein bisschen genauer anschauen und natürlich auch filmen dann. Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall unseren Parkplatz erstmal gefunden, wo wir übernachten. Und ganz wichtig, immer ein Stück zu Hause mitnehmen. Ah ja, Klopapier hat er dabei. Ja, wir werden jetzt hier was essen und dann großartig auch nicht mehr viel machen, würde ich sagen. Nee. Ja, und dann geht das morgen früh weiter. Jo. Guten Morgen. So, wir sind aufgestanden. Wir werden jetzt erstmal irgendwas frühstücken und so, Kaffee trinken. Und ja, dann wollen wir uns den Lost Place angucken. Ja, aber erstmal Kaffee kochen und so weiter. So ist das. So ist das. Frühstück, ne? Kaffee, Junge! Ja. Kaffee. Ja. So, also. Wir haben gefrühstückt. Sind hier auf diesem komischen Waldparkplatz. Oder Wandererparkplatz oder sowas. Ja, packen jetzt noch ein bisschen die Sachen zusammen und dann fahren wir gleich los zum Lost Place, wo wir gestern Abend schon waren. Ja, es war ganz komisch hierher zu kommen, weil irgendwie hat Google uns immer in eine Straßensperre reingeführt und es gibt nur eine Straße hierher und die war gesperrt. Da sind wir irgendwie ganz komisch kreuz und quer um die Felder rumgefahren und haben nur eine Einbahnstraße gefunden. Die sind wir dann falsch rum durchgefahren, so ungefähr 2 Kilometer.
Ja, dann sind wir hier angekommen. Also man kann hier nur wegfahren und nicht hinfahren, glaube ich. Aber hier kommen auch nach und nach jetzt ein paar Autos an. Also irgendwo muss es einen Weg geben, nur ist es nicht richtig ausgeschildert. Zumindest wissen wir jetzt schon mal, wo die Einbahnstraße ist und wie wir da wieder, wie wir hier wieder wegkommen. Ja, genau. Der Hippie ist mal irgendwie im Wald verschwunden gerade. Auf jeden Fall, wir packen jetzt zusammen und dann geht's los zu dem Lost Place. Das ist gar nicht so weit weg. So sieht das aktuell aus. Also wir müssen noch ein bisschen aufräumen. Ja, dann haben wir geschlafen. Unser Tisch und Kühlschrank. Ja, und hier liegen noch haufenweise Zeugs und so rum. Ja. Also noch alles von vorne nach hinten räumt. Das lassen wir alles so aufgebaut für heute Abend. Ja. Aber erst einmal hier so auf dem Hippie warten, der donnert da irgendwo gerade im Wald. Also, wir sind jetzt an der Location angekommen, beziehungsweise in der Nähe auf einem Parkplatz. Hier werden wir jetzt uns eben fertig machen und dann gehen wir da rüber. Ein Stück zu Fuß müssen wir noch laufen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die zweite Kamera mit und hoffe, dass ich da ein bisschen was filmen kann. Ja, ja, ganz schön viel los hier. Viele Autos, da hinten ist auch irgendwo in der Nähe noch so ein, keine Ahnung, ja, Wanderzeugs und so, solche Geschichten. Ja, ich hoffe, wir kommen da relativ gut rein und die Nachbarn, die gucken da auch wohl immer irgendwie drauf. Ja, auf jeden Fall, ich nehme die Kamera mit und ich versuche da ein bisschen was zu filmen. So, aus dem ersten Lost Place sind wir jetzt raus. Eine Polizeischule. Das Video dazu, was wir aufgenommen haben, könnt ihr auf dem Kanal vom Urbex City sehen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es kommt zeitgleich mit diesem Video. Also wenn ihr dieses Video jetzt seht, dann könnt ihr auch direkt auf dem Kanal von Urbex City nachschauen. Da wird das Video dann auch schon da sein. Jetzt sind wir auf dem Weg zur nächsten Location. Ja, das ist ein Krankenhaus. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir da reinkommen, weil ja, könnte sein, dass das zu ist. Aber es liegt halt auf dem Weg zum nächsten Lost Place. Also wir haben noch einige auf der Liste, die wir eigentlich anfahren wollen. Ja, unsere Tour ist eigentlich über das ganze Wochenende geplant. Genau. Dementsprechend haben wir noch ein paar uns ausgesucht, richtig, wo man hinfahren kann. Genau, so wird das auch weitergehen. Wir werden da hinfahren. Also ich vlogge die Tour dann halt für euch hier auf meinem Kanal. Und die Videos zu den einzelnen Lost Places, die seht ihr dann halt auf dem Kanal von Urbex City. So, wir sind gerade am nächsten Ort angekommen. Ich kann mal ein bisschen rausfilmen. So. Also, ein komplett verlassenes Krankenhaus, auch komplett leer geräumt und leider kein Eingang. Aber es ist auch nicht so spannend. Wenn man durch die Fenster schaut, alles soll leer sein. Der Strom geht zwar noch, aber jo, ist einfach kein Reinkommen. Kein Fenster auf, keine Tür auf, nichts. Also, wir fahren zum nächsten Ort. Wir haben den Ort erreicht. So, sieht ziemlich groß aus. Ja, sehr groß. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich die Tür aufbekommen würde hier, dann brauchen wir ja nochmal zwei Hände für. So. Das damit meine Beifahrer nicht abholen können. Ja, dann kann ich das nochmal kurz zeigen. Und zwar, ich drehe jetzt einfach mal die Kamera. Oder ich drehe mich. So, sieht man es da drauf? Ja, genau. Das da hinten. Das alles hier. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich hoffe, wir kommen da rein. Ein bisschen Fenster sind da kaputt, haben wir schon gesehen. Einiges ist auch verbrettert. Aber wir laufen da erstmal rum und schauen, ob wir einen Eingang finden. Und wenn ja, dann wird auf jeden Fall auch gefilmt da drin. Was wolltest du sagen? Diesmal mit Taschenlampe, sag ich. Mit Taschenlampe will er diesmal da rein. Ja, Uwe war letztes Mal doof. Ja, der hat nämlich seine Taschenlampe auf dem anderen Lost Place eben vergessen. Ja, hat er geschafft, super. Ja, ja, so. So ist es. Also, im Lost Place waren wir drinnen, haben auch gefilmt. War ganz cool.
der lässt uns vor. Wir haben auch nur die Beidestraßen sein. Ja, ist mir auch in deinem Moment auch gefallen. Der versteht der denn da auch sechs Straßen? Ja. Straßenverlauf B1 800 Meter folgen. So, ja. Wie gesagt, wir haben ja auch gefilmt. Das Video dazu auch wie beim anderen Video davor natürlich auf dem Kanal von UrbexRP. Genau. So wird das auch in Zukunft sein. Also ich habe ja bei mir auf dem Kanal, wenn der eine oder andere schon gesehen hat, auch ein paar Lost Place Videos. Ich würde das mal in Zukunft so machen, weil meistens sind wir eh immer zusammen auf Lost Place. Ja. Dann vlogge ich einfach die Tour. Wir sind übrigens gerade in Hameln beim Rattenfänger. Ja, da hätten wir den gebraucht. Ja, der Lost Place eben auch ganz schön voller Ratten und Tauben. Ja, war ganz cool. Also mega hoch. Wir sind 11 Stockwerke eine Treppe hochgelaufen und ja, standen dann da oben auf dem Dach. Genau, wir waren einkaufen. Ich quatsch hier die ganze Zeit zwischen. Wir waren jetzt einkaufen noch gerade. Jetzt fahren wir rüber zu einem verlassenen Eisenbahntunnel, aber eigentlich nur, um dann ein bisschen außerhalb und nicht mitten in der Stadt zu stehen und um was zu essen. Und ja, eventuell gucken wir uns diesen Eisenbahntunnel mal an. Ich glaube, da lohnt es sich nicht ganz großartig zu filmen, weil das ist halt einfach nur ein Tunnel. Hier fährt man total kreuz und quer durcheinander. Man fährt auf der linken Spur, auf der rechten Spur. Und das ist sehr verwirrend hier. Keine Ahnung, die Straßen kreuzen sich, alle kriegen grün und ja, ganz komisch. Jetzt müssen wir da ankommen und nicht von dem Bus überfahren werden. Ja. Fehlen oder im Straßenknoten hängen bleiben. Ja. Genau, da ist wieder rot. Hier sieht das ja auch wieder einigermaßen normal aus. Hier kann man auch links und rechts fahren, richtig. Ja, gerade eben war das ein komisches Viertel. Ja. So, wir haben uns erstmal was zu essen gemacht. Essen. Eine dicke Wurst. So. Und grün Käse. Und grün Käse. Kann man sehen? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, ich glaube, so kann man das sehen. Ja, so kann man das sehen. Grün Käse. Genau. Ja, wir essen jetzt mal eben was und dann laufen wir mal zu dem Eisenbahntunnel runter. Dann nehme ich euch gleich auf jeden Fall mal mit. Wird wahrscheinlich nur ein Loch im Berg sein, du. Wird nur ein Loch im Berg sein, wahrscheinlich. Ja. Dann gucken wir uns gleich mal an. Vielleicht auf jeden Fall. Wir einen Penner oder so. Vielleicht das. Auf jeden Fall essen wir jetzt erstmal. Wir essen jetzt erstmal und dann laufen wir da gleich mal zusammen hin. Ja. Ja. Bis gleich. Bis gleich. So, ist ganz schön laut hier. Was? Hier fahren so viele Autos. Ne, wir laufen jetzt einmal zu dieser Eisenbahntunnel. Oder wir gucken, ob wir das irgendwie finden. Wir sind direkt an der Weser hier unten. Und irgendwo müsste eine alte Eisenbahnbrücke sein. Versuchen wir einfach mal zu suchen. Ich habe auch Koordinaten davon, aber die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Guck mal, da ist eine Tür in den Berg rein. Ja. Die wird zu sein. Ja, die wird ziemlich sicher zu sein. Ja. Ja, wir schauen mal. Sehen wir gleich. So, also wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem Gleisbett. Jo. Jetzt nicht. Genau, also da leuchtet es. Dann sieht man auch was. Ja. Hier rechts ist eine Kante. Wir laufen auf so Steinen, die halt Gleise sind. Ja, das ist gleich Schotter. Das ist so eine Schlucht hier, wo wir langlaufen. Ja, da vorne ist was. Aber da kommt nicht rein. Gitter vor uns. Ja, mal gucken. Ja, Gitter sehe ich. Auch, ja. Oh ja. Ja, ist ein bisschen oben hingegittert. Ja. Ja, sieht nicht so aus, wenn man da reinkommt. Ihr seht wahrscheinlich noch nichts hier auf dem Video, aber das kommt jetzt gleich. Ja, schade. Also ich habe mir schon fast gedacht, dass man da nicht reinkommt. Fußtreppe? Was? Fußtreppe? Ja. Ja, eine komische, ganz komische Treppe. Ja, das sieht schon mal ganz cool aus. Ja, pass auf, wir holen die Ketten. Ja. Ja. Aber wir können wenigstens mal reinleuchten hier. Oh. Eine
Kurve nach links. Ist leider, genau, kannst du, noch heller kannst du nicht, ne? Nee. Ja. Ja, aber so ist schon ganz cool. Halt mal kurz so. Ja, so kann man schon ganz gut was sehen. Ich versuche nochmal weiter nach hinten. Nee. So weit kann man gar nicht leuchten. Ja. Ja, man kommt leider nicht rein. So. Ja. Gut. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe eine Zeit lang jetzt gerade gar nicht gefilmt. Wir waren zwischendurch noch in einem Lost Place. Ja. Der eine war wohl irgendwie nichts. Und der zweite, den haben wir uns jetzt angeguckt. Er war aber auch nicht so besonders. Also es lohnte sich nicht so großartig, weil da war halt einfach alles komplett zerstört. Ja, jetzt haben wir uns einen Parkplatz gesucht und sind gerade nach hinten umgezogen. Ja, in unsere Zwei-Zimmer-Wohnung. Genau. Ja. Und ja, gehen jetzt irgendwie dann bald irgendwann schlafen oder so, wie auch immer. Mal gucken. Es sind inzwischen, glaube ich, auch schon 2. Ja. Mal gucken, ja, es ist schon 2:10 sogar. Ja. Cool. Dann geht's morgen weiter. Bis morgen. Winke, winke. Käppchen fürs Äffchen. Guten Morgen. Ja, ja, Mahlzeit. Mhm. Ja, wir sind hier auf so einem Parkplatz hier. Bitte das auch mal. Ja. Wir machen hier einen Kaffee jetzt, frühstücken was. Und dann wollen wir uns nochmal in Lost Place angucken, wo wir gestern schon waren. Wo wir aber besser tagsüber reingehen, wegen Licht und so weiter. Dass man nicht ganz so gesehen wird. Und wir da mit den Taschenlampen drin rumrennen. Hier macht der Kaffee. Ich bin ja dieser typische Kaffeekocher, weißt du? Ja. Die drehen sich auch immer so im Kreis, die kann auch. Ja, da kommen gleich so viel Rahmen zu. Scheiße. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Wir frühstücken jetzt mal eben was, trinken Kaffee und dann fahren wir weiter zu dem Lost Place. Ja, inzwischen ist es dunkel geworden. Ein Lost Place haben wir uns noch angeguckt. Das war ein altes Gasthaus. Das war ganz cool. Haben wir auch gefilmt. Jetzt sind wir auf dem Weg wieder Richtung Bremen, aber fahren auch noch mal einen kleinen Umweg. Auf der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch was Interessantes finden. Ja. Ja. Wird wahrscheinlich aber auch nur so durchwaschen sein. Nichts Schnelles, nichts Langwieriges. So. Ja, genau. Guck mal eben gucken, weil wir sind doch relativ knapp in der Zeit. Wir haben noch 3 Stunden nach Hause ungefähr. Beziehungsweise zu seinem nach Hause und ich muss dann noch 1 Stunde fahren. Also genau. Wir sind noch ein bisschen unterwegs. Ja, eben. Wenn wir noch ein bisschen gehen zwischendurch. Ich will jetzt erstmal was trinken eben. Was sagt der, wie viele Kilometer ist das da? 49 Minuten kommen wir da erstmal in der Nähe an. Genau. Ja. Knapp 60 Kilometer sind das jetzt hier. Aber nur Landstraße. Genau. Gut. Weiter geht's hier. Weiter geht's.
sollte man uns sehen. So kann man uns, glaube ich, sehen. Gut. Denke ich auch. Okay, ja. Wir sind in Bremen wieder angekommen. Ja. Genau. Ich habe meine Sachen auch schon zusammengepackt. Wir sind wieder in Sebersburg am Bahnhof, wo ich auch hier angekommen bin. Und ja, ich fahre jetzt nach Hause. Ich auch. Der fährt auch nach Hause. Genau. Ich habe allerdings noch 70 Kilometer in die andere Richtung. Ja, ja. Das stimmt. Naja. Du ja auch, das ist ja fast das Gleiche. Nee, das ist 30, aber von 30? Der Zeit her. Das von der Zeit her ist das ziemlich ähnlich. Mit Wartezeit und so auf dem Zug noch und so. Ja. Gut. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.